Hallo und herzlich willkommen zu einem Food Haul. Wir haben gerade Dienstag, 5.50 Uhr morgens. Ich habe mich gerade schnell fertig gemacht, dachte, komm, ich mache jetzt schnell einen Food Haul, weil ich sonst nicht weiß, wann ich den drehen soll. Wir sind gestern sehr spät nach Hause gekommen. Ich habe nur die Kühlsachen aus den ganzen Taschen gewühlt, in den Kühlschrank geworfen, mit den Kindern schnell gegessen. Haben wir und dann haben wir die Kinder schon ins Bett gebracht und die Kinder waren erst um 22 Uhr im Bett, weil wir einen Stromausfall hatten. Und das hat denen natürlich Angst gemacht, auch nicht nur wir hier in der Wohnung, auch draußen, alles war aus, die Straßenlaternen, alles. Und dass dann die Kinder sich nicht trauen zu schlafen, weil die das nicht kennen, Stromausfall, hat sich dann verzögert mit dem Schlafen. Weil die hatten wirklich Angst. Also die Tonibox hat zwar geklappt zum Einschlafen, hätte geklappt, weil die halt geladen war. Aber meine Kinder, also nicht Leon nicht, aber Marie braucht ihr Nachtlicht und der Leon macht sich immer zu viel Kopf, warum jetzt etwas ist und deswegen konnte er nicht schlafen. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich mache mich heute Morgen schnell fertig. Ja. Bevor ich viel laber, ich fange an mit dem Futter. Die Kinder schlafen beide noch. Leon normal, bei Marie eigentlich nicht. Ne? Sobald sie Pieps hört, ist sie schon wach. Wir haben 108 Euro ein paar Cent ausgegeben. Ich war mit Marcel bei Kaufland. Was ihr euch jetzt von dem Geld wegdenken müsst, sind 2 Sandwich-Toast, 3 Ü-Eier und eine Butter und ein Glas Nutella. Weil die seht ihr hier nicht, die haben wir schon gestern noch weggebracht, die Sachen. Und das ist unser Einkauf. Das Licht ist scheiße, aber ich kann jetzt kein anderes Licht machen. Und ich weiß nicht, wann ich das andere Food Hall, wenn ich den Food Hall sonst hätte drehen sollen. Weil heute Nachmittag kann ich nicht. Ich muss meine Wohnung aufräumen. Ich habe gestern schon kaum was gemacht. So, zuerst haben wir aus dem Angebot dieses Waffeleisen mitgenommen. Doppelwaffeleisen. Ich habe so ein Einser, so ein normales Einser. Aber ich habe 3 Kinder. Wenn dann mein Freund mit seinem Sohn kommt, 4 Kinder, plus wir 2 Erwachsene sind 6 Stück. Und wenn wir dann oder noch Kinder zu Besuch haben, was soll ich denn mit einem einzelnen Glätteisen? Mit einem einzelnen Waffeleisen jetzt wirklich? Wir haben auch noch das von Action, aber das braucht erstens 20 Jahre und die Waffeln sind extrem klein. Deswegen habe ich nämlich entschieden, dass wir das holen, weil wie gesagt, das war im Angebot von 19,99 Euro oder 95 Euro. Und da dachte ich mir, komm, für 20 Euro kannst du nicht meckern. Nimmst du es mit. So, fangen wir mal an. Hier ist auch ein Glas Nutella. Marcel hat eins für sich zu Hause geholt oder eins für hier. Bei uns hält es nur länger als bei ihm. So, ich habe hier einen Korb hingestellt, damit ich da alles reinwerfen kann. Wisst ihr was? Ich hole zuerst jetzt mal die Kühlprodukte. Pause machen. Ach so, Speiseplan. Der Le Jerome hat sich Nudeln mit Bolognese gewünscht. Für Bolognese habe ich immer alles da. Also dafür muss ich irgendwie nie einkaufen, weil ich wirklich, ich habe immer Hackfleisch eingefroren, ich habe Nudeln immer da, ich habe stückige Tomaten da, ich habe alles da, für was wir, womit wir Bolognese machen. Das ist immer das Gute. Und dann haben wir letzte Woche nicht Fischstäbchen mit Kartoffeln und Spinat machen. Genau, dafür muss ich aber noch den Spinat besorgen. Den habe ich jetzt schon zum zweiten Mal vergessen. Ja. Die Bolognese reicht für 2 Tage. Das mit dem Fischstäbchen 1 Tag. Freitag, Samstag, Sonntag. Und Donnerstag, irgendwie hat sich das bei uns Halloween eingebürgert, dass wir da immer bestellen. Habe ich für den Tag jetzt nichts geholt. So, ich habe 4-mal Müllermilch mitgenommen, weil die im Angebot war. Dann einmal Frischkäse, Kräuter. Ich muss sagen, aus den Geschäften schmecken die aus einer runden Packung, die Frischkäsesorten von den Eigenmarken gut. Aber aus diesen viereckigen Packungen von der Eigenmarke schmeckt mir das nicht. So, dann einmal Mini-Mucka mit, hat Leon gesehen. Bärchenstreich war auch im Angebot, haben wir mitgenommen. Und Milchschnitte. So, Milchschnitte war auch im Angebot. In der App hat man 50% auf Joghurt mit der Ecke mit
bekommen. Deswegen habe ich für Marcel 4 Stück geholt. Manchmal klaue ich ein. Einmal hier Schoko-Cookie. Dann Schwarzwälder Kirsch. Die haben neue Designs. Ich muss sagen, die alten haben mir mehr gefallen. Butterkeks, Joghurt, Sahne-Geschmack. Jetzt kommt mein Liebster. Den klaue ich dann auch meistens. Schokoflakes, Joghurt, Bananengeschmack. So, das haben wir mitgenommen. Für die Kinder habe ich mitgenommen einmal Monte, weil es im Angebot war. Und einmal Milchquark. Aber das war nicht im Angebot. Aber Marie isst nur diese kleinen Dinger. Wir haben noch von letzter Woche hier so einen großen. Die isst die nicht. Die isst die auch nicht auf. Deswegen so ein kleines isst sie auf. Und dann kaufe ich lieber die kleinen und werfe nichts weg, wenn sie es auf hat, weil wir es dann meistens nicht essen wollen. Ja, ich packe kurz die Kühlsachen zurück. Übrigens, ich habe gerade gesagt, ihr sollt die Sachen, die ich euch aufgezählt habe, die Zeltzwitsche und so, vom Preis wegdenken. Nein, denkt euch die dazu, weil ich kann euch die nicht zeigen. Mein Kopf arbeitet sehr langsam auf. So, ich habe Bagels mitgenommen, diesmal in so einer Verpackung. Ich bin gespannt, ob die schmecken. Wollte ich eigentlich heute Morgen mitnehmen. Aber ich habe heute Morgen jetzt nur eine Leons Brotdose gemacht. Nur damit ich euch ein Foodhaul abdrehen werde. Ich werde in Dortmund am Bahnhof. Das ist meine Maßnahme. Ich komme aus Nähe Dortmund. Schnell zum Bäcker reinspringen. Ach, reinspringen. Ich springe nicht davor. So. Spreng mich. Nicht, ich springe davor. Nicht springen. Nein. Okay, alles gut. So, Kindercountry war im Angebot, habe ich für die Adventskalender mitgenommen. Die gibt es gar nicht so zum Essen. Maria hat Geisterschutz sich ausgesucht. Sie war mit Marcel in dieser Abteilung. So. Dann Paprikamix. Will ich neben dem Korb. Weintrauben, ganz wichtig. Die damit kann schon, weil wir keine haben. So, eine Cola für Marcel und eine Cola für mich. Irgendwie haben die keine große Cola Zero beim Kaufland bei unserem. Ich denke, dafür muss ich dann nehmen in den Getränkemarkt von Kaufland, aber keine Lust. Zwei Monster waren auch im Angebot. So. So. Dann. Eins von zwei Überraschungseier. Meinen Kindern habe ich auch welche mitgenommen. Wir waren gestern bei der Person, die 3 Kinder hat, und ich dachte, ich nehme Überraschungseier mit, weil ich nehme für meine auch mit. Und ich finde es immer schön, wenn man den Kindern Freude macht. Und so, davon kommt gleich auch noch einer, so ein Hello Kitty-Drink. Ich muss mir den nochmal genauer durchlesen. Es ist jetzt nur ein Trink, es ist kein Energy oder sonst was, oder? Weil Marie hat den gesehen und ich habe nicht nachgedacht. Ja. Und ja, meine Kinder dürfen sowas zwischendurch trinken. Es macht die Ausgewogenheit. Meine Kinder essen nach dem Kindergarten und nach der OGS kriegen beide einen Snackteller. Manchmal teilen sie sich einen Snackteller, wo nur Obst drauf ist. Manchmal auch Gemüse. Ja. Viele denken ja, meine Kinder bekommen bei mir kein Obst und sagen, unsere Ernährung ist für den Müll. Aber ich finde. Mein 6-Uhr-Wecker hat gerade kurz geklingelt. Ich finde, es kommt auf die Ernährung an. Und ich finde, wenn die Kinder sich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns schlecht ernähren, aber ich würde auch nicht sagen, dass wir die gesundeste Ernährung haben. Wir haben einfach eine durchschnittliche, normale Ernährung bei uns. Ja. War bei meiner Kindheit nicht so. Ja, einmal so ein Hello Kitty. Marie steht auf Hello Kitty. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe sie damit angesteckt. Dann hat Kaufland meinen Eistee mit Koffeingeschmack. Finde ich richtig, richtig gut. Guten Morgen! Der Papa ist schon los zur Arbeit, Maus. Ein Moment. So. Marie liegt jetzt eingekuschelt auf dem Sofa. Das ist so unser Rituale. Morgens dürfen die bei uns Fernseher gucken. Leon erst nachdem er sich fertig gemacht hat für die Schule und noch Zeit hat. Und Marie darf davor. So, dann Schokobons waren auch im Angebot. Die habe ich auch für die Adventskalender mitgenommen.
wenn ich etwas im Angebot sehe, nehme ich das jetzt schon mit für den Adventskalender. Auf Köln Müsli gab es auch in der App 25% Rabatt. Da habe ich Leons Lieblingsmüsli mitgenommen. So, und dann richtig leckere Milchbrötchen. Die gibt es auch beim Pennymarkt. Die schmecken richtig, richtig gut. Richtig lecker. Habe ich direkt mitgenommen. Hier ist eine Gurke. Da kommt aber noch eine. Ich habe das Gefühl, dass ich... Ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, Salatkopf zu kaufen oder Feldsalat. Na gut. Wird nachgekauft. Das zweite Ü-Ei. Damit Lea und Marie eins haben. Dann die hier. Haben sich die Kinder ausgesucht und dann nicht getrunken. Warum auch immer. Aber na gut. So. Dann eine Fanta, einfach ganz normal. Eigentlich Fanta, Orangenlimo. Zweimal Quetschis, also Fruchtmark, steht hier. Bei manchen steht Fruchtlose manchen. Ja. Kostet 1,49. Die haben, glaube ich, auch noch eine dritte Sorte. Dann Puffkulturensocken für 4,99. Ich weiß nicht, was Marie mit ihren Füßen gemacht hat. Entweder sind ihre Socken kleiner geworden oder ihre Füße sind größer geworden. Ich glaube eher größere Füße. Musste jetzt extrem viele Socken aussortieren. Hier sind jetzt wie viele Paar drin? 7 Stück für 4,99. Das ist aber günstig. Ja, Puff Patrol, sie guckt jetzt nicht Puff Patrol. Sie weiß aber, was Puff Patrol ist und freut sich, wenn sie Puff Patrol manchmal sieht. Aber sie ist jetzt kein Puff Patrol-Fan, wo sie sagen würde, dass wir sie jetzt unbedingt gucken oder so im Fernseher. Aber... ja, sie freut sich, dass sie solche Socken hat. Hier sind noch 3 weitere Eistees. Die gibt es nur bei Kaufland. Und nein, ich bringe auch nicht alles an einem Tag. Eine Dose am Tag reicht. Sonst nur Wasser momentan. So, Himbeer nochmal, weil ich es mit ihr zusammen trinken möchte. Dann war Lein im Angebot. Die hat Leon gesehen. Mal gucken, ob ich die für den Adventskalender nehme oder... Obwohl der Leon merkt sich mittlerweile, dass, wenn er sich was ausgesucht hat oder gefragt hat, ob er es kommt, dass ich es mitgenommen habe. Ich komme mit Süßigkeiten krank. Und es hält sich echt mit den Süßigkeiten. Ne? Die Lines und die Geisterchips sind für so Essen. Und die Kinder-Crunchies und Countries. Und die Schokobons für den Adventskalender. So, dann ein Brot. Da musste ich vorhin 2 Scheiben schon entfernen für Leons Schulbrot. Einfach so ein normales mit Körnern. Schmeckt ganz gut. Die 2. Packung Milchbrötchen sind wirklich lecker. So, ein Netz Kartoffeln für die Fischstäbchen. Wir haben zwar noch ein paar Kartoffeln, aber die werden wahrscheinlich nicht reichen. Dann haben die Kinder das hier gesehen. Mini Chin Choice mit Cremefüllung und Schokoladenstücken. Bin mal gespannt, ob das gegessen wird. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon hatten. Mandarinen und ich habe Äpfel vergessen. Wie kann ich denn Äpfel vergessen? Das Wichtigste, was die Kinder hier eigentlich am meisten essen. Okay, ich muss nochmal nach Netto heute oder morgen mal schauen. Die 2. Gurke und Banane. Das war's schon. Ja. Ach so, und ein Energy fehlt auch noch. Den haben wir auch noch abgegeben gestern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt weiter uns fertig machen. Oder eher gesagt, die Marie fertig machen für den Kindergarten. Wir müssen nämlich gleich auch schon los. Wir müssen immer um 20 vor 7 das Haus verlassen. Ja. Ich hoffe, euch hat der Foto gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wieder den.